Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute erwartet euch ein kleines Spiel mit der Mogami und wo andere YouTuber euch die 180.000 Schaden oder die 300.000 Schaden mit der Yamato präsentieren, präsentiere ich euch ein Durchschnittsspiel mit der Mogami mit um die 60.000 Schaden. Das ist auf Tier 8, ist das okay, ist sogar über dem Durchschnitt. Aber ihr werdet sehen, wie viel Spaß wir bei einem kleinen Gefecht haben, die wir tagtäglich in die Vision fahren. Na, das sieht doch mal nicht so schlecht aus. Drei Tierpizza im Gegnerteam. Ja, geht. Geht, geht. Schlachtschiff entscheidet, wo wir langfahren. Yay, zum Glück bin ich kein Schlachtschiff. Ich gebe dir keine Anti-Air, nur dass du weißt, die Japaner sind schlecht in Anti-Air. Ach, wirklich? Ja, willst du nochmal erwähnen? Ich hab genug an dir. Uns beide. Reicht. Sehr gut. Genug an die Erfe 100 Mann, hä? Wenn du da die Dings noch an. So, wo lang, Blicky? Ja, außen fahre ich jetzt nicht rum, weil die werden mich wegpenetrieren. Haben wir halt mal so Standard-Taktik in die Mitte, ne? Ja, alles klar. Komm vorbei, ich zieh dann auf deine äußere Seite. Ja. Besser schützen kann. Buchzeugen. Fahr mal ein bisschen vor, wenn ich da. Achso, ja. Ich fahre vor dann, bis dann. Ich gehe ein bisschen später auf und kann deswegen besser spotten. Aber ich bleibe natürlich bei euch. Nur 2-3 Kilometer weiter vor fahre ich. Sonst habe ich Angst. Achso. Natürlich. Die Tirpitz dreht rein, obwohl wir rausdrehen. Ja, das ist so ein Sharky, weißt du? Dann sagt sich jetzt erst recht, fickt euch, ich fahr allein. Ja, genau. Anscheinend. Und dann wird er ganz alleine sterben. Wer alleine kämpft, stirbt alleine. Bei uns sieht das aber so aus, als wären wir so ein Rudel Wölfe. So ein Rudel Haie. Zieht strebig ein Opferschlag. Okay, man okay. Machst du gut, ist auf meine ich. Simmons. Oh, noch 2 DDS, 2 Hachuharus. Das setzt sich weg, Bitch. Ach, und jetzt. Was? Ach Gott. Ich glaube, die Hatsuharu hat schon die ganze Zeit den Smoke draußen, aber den sieht man nicht, erst wenn er fertig ist. Und ich habe natürlich drauf geschossen und dann ist sie. Oh, hat sie sich natürlich verpisst, so wie es sich gehört. Und ich habe ganz umsonst meine Position verraten. Und natürlich schon kassiert. In den Arsch. Immer schön in den Arsch. In den Arsch kassieren ist schlecht. Ja? Ach, wirklich? Ja, weil meistens, wenn ich optisch in den Arsch bekomme, in meiner Mogami, bekomme ich faktisch eine Zitadelle. Was natürlich kompletter Schwachsinn ist, aber das ist RNG. Und wenn ich in einem anderen Frontal vorne auf die Schnauze schieße, also von der Seite, dann machen wir auch meistens Zitas. Ja, weil das funktioniert gut bei Schiffen, die eine schwache Panzerung haben. Das ist jetzt aber nicht sein Ernst, dass er gegen Bergballer, oder? Dachte schon. Oh, Torps, voraus. Bomber. Ja? Wo? Ja. Ja, die geht. Man sieht da wieder Bomber. Ja. Ist die Hatsuhara 10 Kilometer? Ich geh mal kurz ab. Achso, Hatsuhara, okay. Sehe ich doch nicht. Ich torpediere da mal ein bisschen rein. Ja. Komm mal kurz näher an unseren Träger ran, ich hoffe ich. Ja. Da sind wir aber voll am Arsch. Noch zu helfen, nee. Quatsch, hier ist da erstmal nichts. Ja, nur weil nichts gespottet ist.
Ah, ich schaff's nicht mehr jetzt irgendwie zu kommen. Ja, der Träger hat doch Flakabwehrfeuer. Die eine Staffel wird er damit wohl rausnehmen können. Come on. Ja, sieht ziemlich gut aus. Er hat die Hälfte runtergeschossen. Okay, ist nur ein Flugzeug übrig. Und er ist okay. Tot. Okay. Er hat mich gewundert, dass die Lecks hinten da mit der reinen Staffel nicht klarkommen. Das wäre richtig arg. Da muss er pennen wahrscheinlich. Ja, er müsste glaube ich nicht mal pennen. Die Flagge macht 10 von Silber. Flugzeugs. Boah, ich kann. Kann ich drüber schießen? Ja, ich kann drüber schießen. Schießen. Füßen? Ich kann drüber schießen. Füßen. Bei Füßen. Überschießen. Überscheißen. Also, oh, Rechtschreibfehler. Wir haben jetzt. Wir haben jetzt Solaris gefetzt, das ist absolut spielbar. Also, jetzt leckt es nicht mehr nach jedem Paar. Oh, okay. Oh, okay. Und gegen den Berg gebatzt. Absolut geil, das Spiel. Also, je länger du spielst, desto geiler wird es. Ja, die haben auch das Midgame jetzt verbessert. Hab ich gelesen. Türpitz. Ja, Bitch. Aber wenn die Türpitz rumfährt. Ich brauche ja ein bisschen. Ich drehe eine Runde, damit ich Feuerunterstützung von euch bekomme und dann komme ich wieder an. Hä? Die hat Zwaro. Da kommt der wieder runter. Dann noch nicht auf die Feuer, die kommt gleich in die Ecke. Pass auf. Blecki, entweder du drehst dich jetzt weg oder drehst dich jetzt ran zu dir, weil sonst. Dabei. Ich torpediere die. Ich will alles auf die drauf schießen. Blecki, hältst du dich rechts? Ja. Sehr gut. Ups. Ah, verdammt. Ja, Schmerzen in die Fuß. Was? So, stirb New Orleans. Da kommt Blackie. Blackie staubt ab. Schalke meine ich. Schalke staubt ab. Geh weg da! Fahr raus! Aua! Das nein! Du durch, Mann. Nein, du fährst weg da! Du willst nur alles abstauben. Verpiss dich von hier! Gehst du da weg? Oh, jetzt kommt die Fubuki auch noch dazu. Ja, dräng mich nicht in die Torpedos rein! Wow! Ein Millimeter! Was macht ihr hier, verdammt? Ja, du sollst weggehen. Du willst nur die ganzen Dinger wegschmecken. Wolltest du mich verarschen? Hier ich vorne ist alles voll. Ich werd hier weggeschubst von den Idioten. Du wolltest mich in die blöden Torpedos reinschubst. Ja gut, nächstes Mal nicht mehr mit Assozial oder... Du musst ja doch für Bucki sein. Willst du Blackie ihm helfen? Weißt du, weil ich hier misshandelt? Ach, so ein Bullshit. Du willst du Blackie und ihm den Kill abnehmen. Ich kenn das. Welchen Kill? Alle, da alle, was da rumschwimmen jetzt. Da, wo ich die alle schieße jetzt. Da rechts ist eines. Rechts ist eine Herz und Haru. Ach, du blockierst mich! Ach, dann krieg ich nur Damage. Weil ich hier irgendwie festpack an der Scheißkante. Ach, da ist. Oh, das ist ja Schau. Das hab ich dir gesagt. Nee, dann fahr ich nicht raus. Ja, ja, die ist tot. Ja, Torps kommen sicher trotzdem schon. Was gehen wir zuerst? York oder Chapayev? York. Chapayev. Ach, wer ist es endlich? Da kommt Torpedobomber. Ah, bremst du mich, bremst. Ey, diese Chapayev, eine 2000% Feuerwahrscheinlichkeit. Pro Kaliber Millimeter. Nein! Au! Ah, ich war ein Kassier. Wichtig ist voll rumschreien. Au! Okay, ich glaube, die York ist näher dran, ne? Ja, keine fliehen auch alle. Was macht denn das? Ey, du kannst mir nicht erzählen, dass die eine scheiß HE haben. Die zündet mich mir ununterbrochen an, die Drecks-York. Die York hat gute HE. Da schießt man viel mit HE. Kurzen hast du gesagt, die Deutschen haben alle eine scheiß HE. Ja, bis auf die York. Ah ja, fahr mal. Das ist Standard. Deswegen wird auch nur die HE der Hipper, Rohn und Hindenburg gebufft.
Aber das ist das, warum alle sagen, boah, die Orc ist so ein scheiß Schiff, die Nürnberg war voll cool, aber die Orc ist so beschissen. Die Orc hat die Hipper Hindenburg hat jetzt schon viel zu gute HE. Ja, besser geht immer. Die mich immer komplett weg, die Dinger. Mehr Brandwahrscheinlichkeit ist notwendig. Okay, der scheiß. Ja, die Dinger sind mich immer weg, wir brauchen mehr Brandwahrscheinlichkeit. Ja, brauchen sie. Im Slideshit. Das ist nur subjektiv gesehen. Wir werden die gleich alle verlieren vom Radar. Merkt euch, wo sie ungefähr sind, damit kann ich blind reinfahren. Was, der Typhoon kommt? Ja. Ja, wir fahren jetzt rein in den Cap. Die sollen schauen, wo wir sind. Das kommt uns nur zugute. Wir cappen da jetzt durch, wenn der wirklich kommt. Ich geh jetzt mal auf die Chapai. Du fährst jetzt in den Cap rein, damit ich auch in den scheiß Cap reinkomme. Sonst dränge ich dich da rein. Kenn ich mich aus. Ja, aber schieß doch mal wenigstens die Chapai da. Ich kann erst auf 15,7 schießen. Weil ich das Noob-Schiff. Ich würde ja, boah, wenn ich könnte. Da auf die York kann ich schießen. Die kommt einfach zurück, weil die hat den Braten gerochen. Die weiß, dass sie sonst keine Chance mehr haben. Schau, die York ist auf 13. Schieß auf die York. Das ist auch nur eine Tierpitz für euch, ne? Ja, aber die fährt weg. Da, hart rechts eindrehen. Boah, was machst du? Rechts eindrehen, um auf die York breitseitig schießen zu können. Die ist unter Unterzahl. Ich hab alles angedreht. Was habe ich jetzt Zitter gegeben? Ey, man kann den scheiß Schuhmädel hier aufziehen. Ach, da ist noch eine Tirpitz. Da ist eine Tirpitz. Du warst doch gerade. Ich sag, aber scheiß drauf. Lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie Tirpitz kommen. Jetzt gehen alle zu da hinten, Gott sei Dank. Feueralarm! Geht's auf die Tirpitz los, ne? Problem gelöst! Mach einen Zitter. Das ja. Kein Zitter. Fuck. Ja, lade endlich. Ah, ich liebe das RNG, die drückt mir von da viermal so viel wie ich hier. Voll die Wahlzeit. Oh, die lebt immer noch, die York. Ja, es sollte jetzt Geschichte sein mit dir selber. Ja, ja, war's. Ich weiß, wo die Tirpitz steht. Ich fahr hin. Ich auch. Oh, der hat doch blind auf mich geschossen. Ich wollte unbedingt meinen Kill. Geht frontal auf mich, Jungs. Ja, meine Torps sagen was anderes. Und sie brennt. Torpedos! Ach so, boah. Chill doch mal, ja. Ja, chill doch mal, wenn Torpedos kommen. Aua, aua, aua. Wir haben jetzt Torps auf die. Ja, die ist sowieso schon Geschichte. Die frisst so viele Torps wie. Ja. Da gab es keinen Kommen bei der. Ja, ja, Tirpitz 1942 kann da gerne rumpingen, wie sie will. Ist die etwa tot? Nee. Bayef. Das ist ein Geburtsjahr? Ja, wahrscheinlich. Die der Tirpitz in der Ausführung da, schätze ich mal. Nee, vom Spieler meine ich. Ja. Sein Synonym ist Adolf H. Komm mir bekannt vor. Oh, die Fotze fährt weg. Sag mir genau den Namen. Adolf H. Adolf heißt ja der Mann. Don't cap. Ja. Idioten. Natürlich cap ich. Ihr killgeilen Schweine. Ja. Killgeil. Oh, gepunktet was Captain. Was ist los? Guck mal, wie die Tip jetzt noch mit dem Propeller wackelt. Wie süß. Was für ein Propeller? Die nein, Propeller sind noch in der Luft. Die geben nicht mehr Gas. Ach so. die runtergegangen ist. Ja, der Typhoon scheint wegzugehen. Boah, ist nein. Die letzten Meter, geht weg da hinten. Don't okay, cap. Selbst wenn wir gewollt hätten, wie hätten wir den Cap verhindern können? Wir wären nicht mehr rausgekommen. Wir hätten uns gegenseitig anschießen müssen dafür. Tötet euch, die wollen weitermachen. Ja. Nur fürs Team. Da, verdienter Sieg. Jos. Torpedos haben Fettschaden gemacht. 66.000. Ja, ist aber nicht so einfach wie mit einer Tirpitz Geld zu scheffeln. Nur 130.000 plus. Das ist. Hast du Premium? Ja, ja, ich hab Premium.
Aber warte, ohne Premium wärst, das sage ich dir sofort, 57.000 plus gewesen. Voll arm.